Hallo und herzlich willkommen, hier ist Anwinkel. Ich habe für euch ein neues Unboxing. Was denn sonst, wenn so ein Päckchen vor einem liegt? Und man kann es fast schon erahnen, denn wenn es in so einer Folie eingeschweißt ist, dann kommt es aus dem Reich der Mitte, nämlich aus China. Und das packe ich jetzt mit euch gemeinsam aus. Das ist schon mal schief gegangen. Das heißt, ich muss mir mein Messerchen holen. Aber ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe gerade. Deswegen muss ich erstmal gucken. Ansonsten muss ich hurtig ein anderes nehmen. Ich habe es irgendwo hingelegt und jetzt finde ich es nicht mehr. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Dann nehme ich halt gerade dieses Messer und mache das geschwind mit dem und reiße es einfach auf. Und dann sehen wir gleich, was zum Vorschein kommt. Ein Studiomikrofon kann man schon erahnen. So, natürlich ein Mikrofon und die Folie ist leer. Packe ich mal kurz auf die Seite. So sieht das Ganze aus. Es ist ein Neva Studiomikrofon, ein Kondensatormikrofon. Ja, und hier geht es auch schon auf. Zack, das geht rucki zucki. Was dabei ist, sehen wir hier. Ein Diagramm vom Frequenzgang. Also ist Nierencharakteristik, wie man sehen kann. Und das ist der Frequenzverlauf. Ah. Nicht ganz linear, wie man sieht. Hier sackt es ein bisschen ab bei der 1 kHz. Na gut, das schauen wir uns später alles mal an. Was ist dabei? Einmal ein zerknüllter, verklumpter Schaumstoffüberzug. Das ist wirklich sehr schlecht gemacht, dass es so reingequetscht wurde. Hier. Das ist mit dabei. Dann eine Spinne ist mit dabei. Und es ist dabei ein Kabel, ein XLR-Kabel mit 3,5 mm Klinke. Da ist schon mal Voraussetzung, man braucht eine gute Soundkarte. Und der, ja, was noch dazu sagen wollte, schnell, und man braucht auch noch 5 mW, glaube ich, Spannung auf seinen Klinkenanschluss. Sonst funktioniert das Mikrofon höchstwahrscheinlich nicht, aber das werden wir natürlich auch sehen. Das hier ist noch ein Reduziergewinde aus Kunststoff und zu guter Letzt das Mikrofon aus Metall, aber trotzdem sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Da ist nicht viel drin. So, mehr ist da nicht drin. Habt ihr das auch mal gesehen? Und deshalb ist es auch so leicht, das Mikrofon. So, dann muss ich es noch zusammenkriegen wieder. Dann wäre ich beruhigt. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, denn das ganze Set hier hat gerade mal 16,89 Euro oder so irgendwas in der Richtung, also 17, rund 17 Euro gekostet. Und ob ein Mikrofon überhaupt für 17 Euro was taugen kann, das klären wir in einem extra Video, in einem Review. Das soll es schon gewesen sein fürs Unboxing. Das ging richtig schnell. Das Zubehör ist reichlich, wirklich reichlich. Für 17 Euro. Es ist alles dabei, was man braucht. Dieser räudige Popschutz soll man aber trotzdem benutzen, wenn man sonst nichts anderes hat. Ist natürlich auch mit dabei. Gucken, ob das Ding überhaupt drauf passt da. Ja, gerade so. Gerade so. Und lassen wir es halt mal ein bisschen da oben drauf. Dann passt sich das ein bisschen an. Hoffentlich. Ja, das soll es schon gewesen sein fürs Unboxing. Wie gesagt, ob das Ganze was taugt für 16 Euro, für 17 Euro, mit dem ganzen Zubehör da, ob das was taugt, werden wir in einem gesonderten Video klären. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's. Tschüss, bye bye, Winge Winge. Hier war euer Sanficol mit einem schnellen Unboxing von einem neuen Kondensatormikrofon aus dem Reich der Mitte der Firma Neva oder Neva, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Tschüssikowski, bye bye.